Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bump Simulator. Wir latschen direkt los. Wir sollen nämlich unseren Rattenfreunden Bescheid geben, dass wir den Hotdog-Mann kennengelernt haben. Das würde ich gern tun. So laufen wir jetzt aber mal so rum und laufen hier so ein bisschen lang. Ja, wir laufen jetzt mal links und laufen dann die Straße bis ganz zum Ende und dann erst rechts. Das machen wir jetzt mal. Und zwar in einem gemütlichen Tempo. Wir gucken uns ein bisschen um nebenbei. Vielleicht finden wir ja was Spannendes. Betteln müssen wir nicht. Kohle haben wir hier noch. Aua! Passen Sie doch auf! Haben Sie das gesehen? Die haben mich überfahren. Es ist kalt hier. Unfassbar, die Leute. Ach, die Dame. So, heute werden wir nicht so lange aufnehmen, tatsächlich. Irgendwie heute keine richtige Lust, muss ich gestehen. Aber nichtsdestotrotz, sonst habe ich keine Folgen für die Woche. Nehmen wir zumindest zwei Stück auf, ne? Dann ist die Motivation dann auch schon eine ganz andere. So. Nach hinten. Moment, Entschuldigung, Achtung. Ich halte trotzdem so ein bisschen Ausschau nach den Federn. Weil es, glaube ich, schwierig wird, die letzten zu finden. Ja, ein Stück rennen. Könnte ich mir vorstellen. War schon mal. Die letzten echt ein bisschen tricky sind. Oder ich einfach blind. Tag, haben Sie neue. Recyclingmaschine. Doppelt so effizient. Wait. Someone was coming to buy this back. Dankeschön. Yeah, tschüss. Be sure to come back to me when you find something. Ja. Ah, hier rum. Ah, wir laufen dann da rum. Das ist kein Thema. Ja, rechts, links. Oh. Stimmt, hier haben wir ja auch noch eine Unterkunft, ne? Theoretisch auch noch ein bisschen was mit anfangen. Ja, mal ganz kurz hier. Die Karl kann diesen Gegenstand nicht aufnehmen. Was denn für ein Gegenstand, Karl? Gut, wir folgen jetzt mal unserem Plan. Wenn wir durch Zufall eine Feder sehen, holen wir sie aber. Und Kumpels. Oh. Entschuldigung, Entschuldigung. Das sind die da hinten, ne? Ah, komm. Bitte einmal den Taubnödo. Show them. I'll tell the boys all about it. Dankeschön. Cool, Mann. Respekt, Frau. Kriegst du in dieser City nur auf die harte Tour. Lass ihn mal da liegen. Der ruht sich gerade aus. Du hast mal Alkohol. Buy Dick's Ice Cream. You know you want it. Nee, ich möchte es nicht, danke. Das ist irgendwie. Das ist mir zu sexuell, ja? Tag, Herr Wachtmeister. Oh. Da ist der Clown da. Ich
bisschen lange laufen. Oh, links. Moment. Links bis ganz unten durch. Okay. Die Schnecken wir uns auch noch mit weg. Ah. Thanks for helping me out. I'll make sure to return the favor. Mhm. Mann, hier wollte ich gar nicht hin. Ups. Ja. Da unten durch jetzt. Guck mich mal an, ne? Hier hinten drin waren wir auch schon. Da haben wir doch die eine Feder geholt, ne? Sind auch noch Kumpels gewesen. Mist, die würde ich mir jetzt natürlich gerne noch holen. Einfach weil sie immer hier sind. Und dann gehen wir da drüben nochmal in den Shop. Vielleicht hat der auch noch was Neues. Come and taste the Long John's hot wheat. So. Mach mal. Hatte irgendwie drauf gehofft, dass die vielleicht noch einen Bauplan haben. So. Und dann düsen wir einmal schnell hier rüber. Gucken wir, ob der noch einen. Oh. Einen neuen Bauplan hat. I pay top dollar for anything of value. Nö. Tell your friends we've got the best prices. Ja. Wo muss ich denn hin? Mann, verlauf mich immer, ich muss wieder zurück. Ich Orientierungssinn und ich, ne? Wir werden glaube ich keine Freunde mehr. Drücken wir dieses Ziel-Ding noch. Der hat Ablos Alk, ne? Ja. Okay. Den Guano mitgenommen, das wollte ich gar nicht. Durch. Hops. Oh. Easy. Dann gucken wir mal, was unsere Freunde von uns möchten, ne? Oh. Über das Ding gestolpert. Okay, Carl, bist du bereit? Die Verrückte. Hatten-Lady, die baggert uns mal an. Das macht mir ein bisschen Angst. Hallo, Kumpel. Hi. Ach nee, das bist du. Shit. I was waiting for you. Father isn't home. He's searching for some loser who can transport the evil way machine for us. It turns out he totally didn't have to go because I came up with a plan of my own. I need your help, though.
Meet me in the docks area. I'll be hiding in one of the empty cargo containers. Okay. Das war ja sie. Ich hab sie verwechselt. Triff dich mit Trixie an den Docks. Wo sind denn die Docks? Da unten. Nein, nur hier rum und wieder raus. So raus. Da. Hey, dann treffen wir uns mal mit Trixie an den Docks, wenn ich hier wieder rauskomme. Versteht sich. Gibt's hier keinen Weg? Dum, 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 dum. So. Was ist das denn? Nicht. Oh, da ist ein Kumpel. Die wieder, ja. So. That was Dominus Hope. You had my thanks. Warum kriegen die eigentlich nichts alleine geschissen? Warum muss man denen immer helfen? Frag ich mich so. Okay. Sorry, Karl. Wie geht's lang? Unterkünfte haben wir alle tatsächlich, also da müssen wir uns keinen Kopf machen. Die sind alle ready. Keine Fehler. Nur mal kurz gucken. Ja, vielleicht unter der Brücke, da würde ich eine Feder verstecken. Nee. Oh nee. Okay. Habe ich mich jetzt schon wieder so verlaufen? Warum zeigt denn der Pfeil der gelbe nach da oben? Kann mir das jemand mal erklären? Ach so, doch da oben. Ich habe das Tee gesehen. Ich dachte, ich musste den Tee. Gut, nehme alles zurück. Ich habe mich nicht aufgeregt. Fährt er überall gegen, ne? Der kann nicht ordentlich fahren. Dann schon rum. Ich glaube, wir sollten noch was essen, trinken, bevor wir mit Trixie sprechen. Karl? Karl, kommst du bitte? Karl. Meine Güte. Zieh sie mal weg, die habe ich kaum versehentlich geerntet. Und eine Orange. Okay, Trixie, ich bin am Start. Da drin? Ja, na klar. Natürlich bist du da drin, Trixie. Ich hab dich gerochen. Nein, komm her, Schätzchen. Cool, you found me. I bet you can't wait to hear about my plan. See this pigeon? I rescued him. He was another victim of Evil Way experiments.
I named him Little Bro. I have no idea what they did to him, but he has hardcore munchies and never go away, no matter how much food I stuff into him. However, he grows bigger each time I feed him. Now, see this ship? It's loaded with protein shakes. Here is my awesome plan. We steal the shakes and get my little bro juice until he becomes my big bro. Then, we only need to transport the Evil Way machine to the rooftop of their headquarters so Big Bro can swoop in and snatch it. You are right. The plan isn't reasonable. It's radical. Let's roll. Kann ich Nein sagen? I'll use this crane to bring you containers full of sweet, sweet protein juice. You stay down there and throw shakes at my little bro so he can snatch them mid-air. You should hurry, though. It won't be long before they lock down the crane controls and send the popo our way. Okay. Give me a lift using your awesome tornado skill to get started. Nixie, willst du das nicht vielleicht nochmal mit deinem Papa durchsprechen? Vielleicht? Tibula! Nicht? Okay. Ach du Scheiße. Die arme Taube. Okay, bringing in the first container. Bang! Go, go, go! Take the shakes and give them to my little bro. Wo ist er denn? Oh. Ach, der fängt ja noch schlechter als Carl. Werf sie alle erstmal entgegen. It's working. I'm going to bring another one. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Vielleicht mal eine andere Geschmacksrichtung. Trixie? Oh, come on! I'm totally punching the release button! We'll help here. The release mechanism is stuck. I'm sure that a hit or two will fix it. Cowabunga! We're back on track. Uh-huh. Feed him! Feed him! Feed him! Oh Gott. Das ist ja fast gruseliger als die Polizistin. Mein Gott, der snackt aber auch nichts, ne? Der könnte sich ja einmal ein Stück bewegen. Wird dem vielleicht auch nichts schaden, sag ich mal so, ne? Okay. Hier. Hier. Look at him grow. I think one more container should do the job. Meinst du? Ich habe Angst, dass er platzt. Oh nein. Ach, Trixie. These controllers suck. I didn't even touch that button. I know it's totally lame, but I need you to do some more legwork. War das nur eins? Hier. Mm-hmm.
big time. This container will be delivered right next to our hideout. I'll meet you there. See you later, alligator. Yeah, okay. In a little while, crocodile. Ja. Ich glaube, Trixie ist verrückt. Eine Frage. Kann ich mich selbst mit dem Tornado da hoch katapultieren? Schade. Das wäre irgendwie cool gewesen. Oh, da sind Kumpels. Oh, links. Mann, 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 die Trixie hat die besten Pläne, sag ich mal, ne? Okay. Weiß nicht so richtig, was ich von Trixies Plan halten soll, ne? Also. Das wird bestimmt ganz furchtbar. Aber gut, was soll's. So. Sagen, wir laufen noch mal drüben lang. Noch mal, ob hier noch irgendwo eine Feder rumlunzt. Da hinten habe ich mich, glaube ich, noch nicht so umgeguckt. Ja, mal da hoch. Mal da hoch. Kann ich nicht da drüber? Na, einfach hier durchlaufen, das geht auch. Hier hinten habe ich die schon geholt, ne? Wahrscheinlich. Okay, dann gucken wir noch mal hier. Nicht. Aber wir können hier auf den Müllhaufen, da drauf. Und hier hin. Und da ist die Feder, da-dam. Haben wir doch klar. Wenn da irgendwo eine ganz sneaky versteckt ist. Jo. Hier oben ist keine mehr, ne? Nein. Laufen wir eine Runde um das Gebäude, da drin war auch eine, die hatten wir aber schon. Geholt, glaube ich. Okay, hier kommt raus. Was ist das? Achso, das ist dieses Zielding. Ja, das können wir eigentlich mal schnell machen. Nee, die nicht. Shuriken. Hab ich. Oh. Nein. Oh, ich schieße wohl zu früh, ne? Great work, pal. Okay. That's it. Ja. You still have what it takes to be called the Pigeon Master. Ja, aber sowas von bin ich der Pigeon Master hier. Aber das steht ja wohl außer Frage. Okay, da ist auch noch ein LKW. Unter dem ist nichts versteckt. Da oben. Ich auch schon drauf, glaube ich. Okay, da kommt man so nicht hoch.
Geh nochmal hier hoch ganz schnell. Auf die Gefahr, dass wir hier schon waren. Aber da ist sonst nichts. Gut, wir haben nicht zugewiesene Talentpunkte. Und ich würde sagen, die gebe ich noch schnell aus. Einen. Und dann werden wir uns für die Folge. Werden wir uns für die Folge beenden. Ihr wisst Bescheid, ja? Bessere Gegenstände, dann betteln, Geld verlieren. So. Das hier. Gut. Dann verabschiede ich mich hier von den Docks. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal werden wir. Das haben wir schon, ne? Ja. Werden wir uns tatsächlich einfach nur auf den Heimweg machen. Auch so ein bisschen gucken, ob wir uns irgendwo Streit suchen können. Aber das erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.